Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 6. April 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, nach dieser relativ ruhigen Phase, astrologisch gesehen, kommen in den nächsten Tagen einige wirklich interessante Konstellationen auf uns zu, die ich hier schon mal andeuten werde, die aber in den nächsten Tagen, vor allem auch morgen, mit den Aussichten zum Wochenende näher erläutert werden. Beginnen wir aber mit heute, wo ähnlich wie gestern Sonne im Widder und Mond im Löwen, Sonne und Mond in Feuerzeichen stehen. Das heißt, irgendwie alles, was befeuert werden muss, ist jetzt besonders aktiviert. Wenn wir also mehr Leidenschaft brauchen, wenn wir Esprit brauchen, Enthusiasmus. Wenn wir für etwas brennen wollen, dann ist es jetzt heute gut, das Feuer anzuzünden. Mit dem Mond im Löwen ist auch ganz klar die Selbstliebe angesprochen, denn wie kann ich andere Menschen lieben oder etwas Kreatives schaffen, wenn ich in mir nur Leere habe? Hier gilt es also tatsächlich auch die Selbstliebe, die Liebe auf mich selbst zu aktivieren. Das darf natürlich nicht ins Gegenteil verfallen, in Arroganz oder Überheblichkeit oder in irgendwelche Gefühle, man selber sei besser als andere. Aber alleine schon mit der Selbstakzeptanz, mit dem Selbstvertrauen ist ja schon eine Menge Arbeit meistens verbunden, weil ja viele von uns durch Prägung, durch schlechte Erfahrung irgendwie nicht an sich glauben und Minderwertigkeit in sich tragen oder sich selbst verletzen. Und dieses selbstverletzende Verhalten spiegelt sich auch an der noch rückläufigen Venus in Verbindung hier mit Chiron wieder und im Quadrat zu Saturn, wo wir einfach im Grunde eher negative Dinge für wahrnehmen als Positives, wo wir uns selbst verletzen, indem wir uns eben nicht diese Herzensenergie geben. Ohnehin mit Mond im Löwen, eine Konstellation, die es ja einmal jeden Monat gibt, ist immer eigentlich eine gute Idee, wenigstens für einen Moment oder eine Phase am Tag einmal wirklich unseren Herzensimpulse nachzugehen. Was möchte ich wirklich aus dem Herzen heraus, auch wenn ich vielleicht dazu Verstand, Rationalität und den Zugriff des unermüdlichen Alltags mal zur Seite drücken muss. Die Sonne im Widder nähert sich hier dieser Verbindung zwischen Pluto und Jupiter, dem Quadrat zwischen Pluto und Jupiter, ein längerfristig wirksamer Aspekt, der viel damit zu tun hat, das, was wir gemeinhin als Sinngebung verstehen, was unserem Leben einen Sinn gibt, einen Halt gibt, das wird in dieser Zeit gründlich und tiefgreifend hinterfragt, ob das nicht zu oberflächlich ist, ob das nicht vielleicht auf Werten aufgebaut ist, die dann auch relativ schnell wieder zerfallen. Und hier gilt es eben auch, diese Suche nach Gott, diese Suche nach einem Sinn in Richtung Ausschlussverfahren zu verfolgen, indem eben die Dinge, die für uns keinen Sinn machen, tatsächlich losgelassen werden können. Und dieses Quadrat von Pluto und Jupiter wird durch die Sonne in den nächsten Tagen aktiviert werden. Am Freitagabend steht die Sonne dem Jupiter gegenüber und am Sonntag, in der Nacht zum Sonntag, im Quadrat zu Pluto. Damit wird die Sonne diesen Aspekt aktivieren und dieses Thema zwischen Fülle und Enge, zwischen Erweiterung und Vergänglichkeit wird dann auch das Wochenende bestimmen. Am Montag wird Merkur rückläufig. Ich hatte am vergangenen Montag im Tageshoroskop darauf hingewiesen. Das bedeutet, dass ab Montag und in gewisser Weise beginnt diese Phase schon allmählich, Merkur eben sich entgegen seiner normalen Richtung bewegt und damit im Grunde die rational-logische Schlussfolgerung unseres Verstandes nicht mehr so funktioniert wie gewohnt,
Was bedeuten kann, dass es uns vielleicht schwerfällt, alle Informationen zu erhalten, beziehungsweise auch so grundlegend umfassend zu denken, wie wir das gewohnt sind. Und das wiederum kann bedeuten, dass wir mögliche Fehlentscheidungen treffen oder eben Dinge kaufen oder unterschreiben oder uns dafür engagieren, wo im Nachhinein es besser gewesen wäre, noch ein wenig zu warten oder mehr Informationen einzuholen. Am kommenden Dienstag schließlich ist dann Vollmond. Wir sehen, der Mond und Sonne haben hier schon eine größere Entfernung. Der Mond muss noch durch die Jungfrau laufen, wo er am Freitag, am frühen Freitagmorgen hineinwechseln wird, muss also die Jungfrau noch sich queren und eben noch die Waage zum größten Teil. Und dann ist ist am Dienstagmorgen Vollmond in der Waage, der damit eben auch dann diese Pluto-Jupiter-Geschichte aktiviert. Also ein interessanter, hochenergetischer Vollmond, um den wir uns werden kümmern müssen. Ja, und dann am Samstag, dem 15., wird Venus wieder direktläufig. Ich wünsche uns allen einen schönen Donnerstag. Ich wünsche uns allen einen schönen Donnerstag. Morgen die Aussichten zum Wochenende und sage Tschüss, bis morgen.